would be a way to win. Renato could feel it. He'd have to explore choices he'd never made before he could figure it all out, though. And with that, the book's pages fluttered to the beginning once again, and he fell. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Renato knew that using it could go catastrophically wrong, but he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis Stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it, to take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lupino needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Lupino had betrayed the rebellion. But could Renato really leave an old friend to the Ravens? Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer letzten Runde Stories, The Path of Destinies. Uns fehlt noch die letzte Wahrheit über Zenobia. Und wenn wir dem Wahrheitsfinder trauen können, was ja beim letzten Mal sehr gut funktioniert hat, ist es eigentlich egal, welchen Weg wir jetzt wählen, weil wir bei allem wohl die letzte Wahrheit herausfinden können, weil wir bei allem ist ja dieses Symbol hier mit dem Schlüsselloch. Den Iblisstein hatten wir die letzten beiden Durchgänge. Den Sky Ripper hatten wir auch schon jetzt mehrfach mit dabei. Ich würde sagen, wir gehen nochmal den Weg mit Lupino, auch wenn wir wissen, dass Lupino ein Verräter ist. Weil irgendwie müssen wir über diesen Pfad hin auch noch zu Zenobia kommen. Deswegen würde ich sagen, probieren wir das aus. Ah, Lupino. Apparently the mad rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lupino always wiggled out of trouble, given time. But he was out of time. Lupino's frantic message said that the Ravens were going to kill him for being a rebel spy. And that he had a clever plan. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Or so Lupino had told him over the far speaker anyway. Lupino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen the winged horse. He'd only sold it. But wait, where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Oh, das geht jetzt aber schnell los hier mit dem ersten Kampf. Ich meine, als wir den Pfad das erste Mal gegangen sind, sind wir auch von der anderen Seite gestartet. Kann das sein? Ah, das ist also doch so ein bisschen angepasst worden von der Schwierigkeit her wahrscheinlich. Aber ich, bin gespannt, ob wir die Schwerter noch fertig kriegen jetzt im Durchlauf. Also die Fertigkeiten, denke ich, schaffen wir nicht mehr. Das wäre durchaus möglich, wenn wir alle 25 Enden spielen. Renato had been here, at this exact place, at this exact time. This time, there were so many more Ravens. Ja, genau, das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Also wie gesagt, wir werden halt nicht alle 25 Enden durchspielen. Na, jetzt mach doch das blöde... Das gibt's doch nicht. Ach so, von rechts geht's. Auf Wiedersehen. Renato thought of the Iblis Stone and shivered. He had no business messing with ancient, cruel artifacts. What he needed was his friends around him. Clear eyes, full hearts, can't lose. Na komm. Weg, weg, weg. Ach, verdammt, da war ich nicht schnell genug. Well, now you're foxed. Ja. Fuchst dich ins Knie. Die englische Version ist auch schön. Now you're foxed. Oh.
Wenn wir uns... Oh, was sind denn das alles hier für kleine Geheimpfade, die wir plötzlich frei haben? Ha. Das ist ja cool. Das hatten wir vorher nicht. Wir können auch die Bank kaputt kloppen. Nee, das ist definitiv anders als beim ersten Mal, als wir hier waren. Ist ein richtiges Labyrinth geworden, kann das sein? Irgendwie... Nee, da müssen wir auch nicht lang. Das ist der Hauptweg. Gehen wir mal hier drüben gucken. You know, ore is pretty heavy to carry. You know what's not? A new sword. Yep, ist in Arbeit. Ich würde sagen, wir leveln mal unser Lieblingsschwert. Ja, Klinge der Lehre auf höchster Stufe. Jetzt fehlt nur noch hier das, aber da fehlen halt jetzt noch einiges. Fehlt noch einiges an Erzen. Ein paar Juwelen fehlen uns auch noch. Und that's what they meant by a firewall. What unlocks a firewall? Es kommt mir so bekannt vor. Waren wir da nicht schon mal an der Tür? Ja, hier waren wir jetzt schon. Genau, dann ist nur der linke Teil, wo wir eben waren, ist quasi neu freigeschaltet. Was machen wir? Machen wir nochmal hier Health? Eigentlich kommen wir ganz gut klar gerade, oder? Wir könnten ja mal hier Schwert des Fu machen. Greift Feinde aus der Entfernung an, wird beim Erreichen einer bestimmten Kombo-Schwelle automatisch aktiviert, ja. He was more and more extraordinary. Oh, da ist wieder ein Brunnen, in den wir reinhüpfen können. So, durch die Feuertür sind wir ja schon mal gegangen. Ich bin ein Freund von den leuchtenden Brunnen. Abwärts. Okay. Hier waren wir definitiv noch nie. Das ist ja mal was Neues. Ach, wir können hier auch durchs Wasser laufen. Hier geht's wieder raus. Aber nicht runter, okay. Wir müssen doch. Hier sind auch schon Raben. Egal wo wir hinkommen, überall sind schon die Raben. Ravens were landing everywhere. The advance guard. He'd better get moving. If they got to Lupino first, they'd eat him for breakfast. Or a snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lupino. Well, unless he really was a traitor, obviously. Then they'd probably pin a medal on his chest. Boy, someone has spent a lot of money for a graduation present. So, was haben wir hier? Liebe Zenobia, wie geht es dir an der Akademie? Zweifelsohne wirst du viele neue Freunde gefunden haben. Hier im Palast hat sich nicht viel geändert. Ich habe genügend Zeit für mein spezielles Hobby. Ich arbeite mit Professor Calaveras und seinem Expertenteam zusammen, um die Natur der Inseln zu erforschen. Mein Gefühl sagt mir, dass die Inseln am Leben sind. Ja, ich denke sogar, dass sie ihren eigenen Willen haben. Den Text hatten wir schon mal. Das, ist der Brief von Zenobias Vater an Zenobia, dass er da diese Inseln erforscht, die hier in der Luft schweben und dafür mit den ganzen Wissenschaftlern zusammenarbeitet. Ich verstehe nicht, warum wir den jetzt an mehreren Orten finden. Wieder zu Reynardo.
zu Lupino. Dirty and bloody, Renato finally reached Lupino. The rabbit was practicing his shuffle. Renato recognized the cards. It was Lupino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, we see this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who also happened to be a deadly sorcerer and, oh, his only daughter? That would be worth it. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. So, statt Zenobia einen Besuch ab. Renato und Lupino waren wieder vereint, aber Renato suchte noch immer nach einem Mittel, um die Rebellion zu retten. Vielleicht hatte Lupino recht, vielleicht sollte er die einzige Tochter und größte Generalin des Imperators einführen, Zenobia. Wenn es ihm gelänge, Informationen aus ihr herauszuquetschen, könnte das den Verlauf des Bürgerkriegs zu seinen Gunsten ändern. Oder zwar konnte Renato das Gehäuse des Skyrippers nicht mehr an sich bringen, aber vielleicht den Kern. Möglicherweise konnte Lupino ihm helfen, seine Kraft zu nutzen. Ja, hier fällt uns die Entscheidung nicht schwer. Wir folgen dem Wahrheitsfinder und hoffen, dass wir die letzte Wahrheit herausfinden. Zenobia wasn't just the Emperor's daughter, of course. She'd been Renato's best friend in Swordfu School. And you're still mad for her. The rabbit reminded him. They'd been close. She'd told him things no one else knew. But she'd never told him who she really was. She knows all the Emperor's plans. Chuckled the master spy. She won't give them up easily. She'll tell the interrogators, all right, said Lupino. Taking her would change the game, all right. The city was already under Zenobia's control. I had to admire her efficiency. Renato shivered at the thought of Zenobia at the mercy of the interrogators. Could he really turn her over to them? But this was war. It wasn't meant to be pretty. Okay. Einmal mehr verfolgen wir das Ziel, Zenobia gefangen zu nehmen. Das war ja, glaube ich, bei unserem allerersten Durchlauf schon mal. Und wir sind jetzt wieder in der Stadt, in der Hauptstadt. Was ist das Feuer hier hell? Renato had heard stories of a dungeon where chests were filled with potions and weapons. Fairy tales. So, uns fehlen jetzt noch 75 Erz. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen hier in dem Durchlauf. Für das letzte Schwert. Aber manchmal steht der vor den Vasen und kriegt die einfach nicht kaputt, ne? So, da kommen wir nicht zurück, wenn wir da lang gehen. Ich überlege, wo wir denn das letzte Mal lang gelaufen sind. Sind wir beim letzten Mal hier durch die... Das ist die normale Abenteuertür. Da kann sich eigentlich nichts so Großartiges hinter verbergen. Auch so ein paar Raben. Ey, weißt du, wenn die alle gleichzeitig drauf kloppen, dann kann ich ja gar nicht kontern. So, nochmal 4. Ich glaube, das wird sehr knapp. Entweder wir haben am Schluss so 5 zu wenig von den Erzen, oder wir haben genug, aber finden keine... Oder wir finden keine Werkbank mehr, wenn wir die 100 erreicht haben. Nee, wir haben noch keine Fertigkeit freigeschaltet. Kommt jetzt wieder ein Kampf auf der Brücke? Ja, natürlich.
Ja, wieder alle gleichzeitig. Komm, sonst wär's ja langweilig. Pisser. Ich bin gespannt, ob wir gleich wieder dem tollen Wassermelonenplan von Lupino folgen können oder ob das uns nicht mehr zu der neuen Wahrheit führt. Ja, da haben wir jetzt noch nichts von. So. Da müssen wir wahrscheinlich gleich wieder runter. Wir gehen jetzt erstmal zur Feuertür. Na. Open the door, please. Had that door been open before? Ich weiß es nicht mehr. Waren wir hier schon mal drin? Doch, hier waren wir schon mal drin. Oh je. 10 Gesundheit. Schildbrecher Level 3. Sehr schön. Das ist ja der, den wir auch gerade ausgerüstet haben. Und nochmal 10. So. Auf zum Aufzug. Why was Lupino urging him to capture Zenobia? Obviously it was a trap. But you never knew how Lupino thought. Sometimes his plans were so convoluted they did the exact opposite to what Lupino wanted. Yeah, there must be some way to play on that, Renato thought. A magical jewel. Renato couldn't wait to find a workbench. Ich glaube, wenn wir da runtergehen, kommen wir nicht mehr zurück, ne? Wir springen mal hier rein. Ich weiß zwar nicht, ob wir da schon waren. Doch, hier waren wir schon mal. In den Abwasserkanälen waren wir auf jeden Fall schon mal. Nein! Nein, okay. Dann sind wir halt jetzt quasi schnell vorwärts gekommen. Kommen wir jetzt wieder an den Anfang damit? Nee. Ja, gut, das war jetzt ein fixer Weg. So, what's this plan of yours? Use me as bait, said Lupino. And he outlined a slightly complicated plan that involved geese, a net, setting the farfare a little bit on fire, Lupino dressing as an old blind toad, and Renato hiding inside a monstrous watermelon. What could possibly go wrong, thought Renato. Na toll, hier ist jetzt der Wahrheitsfinder gar nicht dabei. Dann bleiben wir bei unserem tollen Plan. Oh, this is gonna be fun, said Lupino, as he ran to go set up his marvelous plan. Ich hoffe, dass das keinen großen Einfluss hat. Ooh, a workbench. Did he have any jewels he hadn't tried out? He had. Schatz auf kritischer Treffer. Ich glaube, wir bleiben bei unseren, oder? Ist ja eh alles auch schon Stufe 3 jetzt. Aber zur Abwechslung kommen wir tatsächlich mal hier rein. Da sind wir beim ersten Mal nicht durchgekommen. Was? Wieso kann ich den nicht angreifen? Was soll das denn? Willst du mir jetzt erzählen, dass dieser blöde Magier hier unten im Boden rumbackt? Nee, ne? Och, großartig. Thank you.
jetzt. Ich weiß zwar nicht, wie ich ihn aus dem Boden rausgeholt habe. Ah, ich glaube mit dem Grapple Hook. Haha. Ja, das war ein blöder Bug. So, große Truhe. Oh, liebe Zenobia, während du diesen Brief liest, befindest du dich in deinen Gemächern und machst dich bereit für die letzte Nacht bevor. Naja, du weißt schon, ich werde mich nicht entschuldigen. Ich weiß, dass du zu stolz bist, um mir zu vergeben. Ich weiß auch, dass du zu neugierig bist, um nicht weiterzulesen. Du bist schließlich eine Katze und auch wenn ich alles gegeben habe, um dich zu einer richtigen Kröte zu machen. Ich schwöre und du musst mir glauben, ich habe das alles nicht geplant, als ich dich adoptierte. Du warst immer mein besonderes kleines Kätzchen. Deshalb schreibe ich dies jetzt Wochen vorher. Ich weiß, dass ich es in der Nacht des Opfers nicht fertig bringen werde. Wenn ich dich als meine Tochter betrachte, dann ändere ich womöglich meine Meinung. Du denkst wahrscheinlich, dass ich egoistisch bin und es stimmt, ich bin ein egoistischer, trauriger, kleiner Kröterich, der sich vor dem Tod fürchtet. Aber was ich tue, wird letztlich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Ich will die Macht, die ganze Macht und deshalb werde ich meine Untertanen zufriedenstellen. Frieden in alle Ewigkeit. Auch wenn du mich jetzt vielleicht hasst, das wirst du noch doch respektieren können. Du musst es einfach tun, nur so kann ich mir für das vergeben, was ich dir antue. Ich werde dich bis ans Ende aller Tage vermissen. Versuche morgen keine Szene zu machen. Alle werden zu sehen in andauernder Liebe deinen Vater. Will der seine eigene Tochter opfern? Nee, oder? Ist das die Wahrheit über Zenobia? Oh je. Dann haben wir dir aber ordentlich Unrecht getan. Wobei, wir waren ja nie böse oder so zu ihr. Oh, verdammt. Ja, ich weiß. Nochmal neu. Ach, komm schon, lass mich zum Magier durch. Oje, 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 oje. Es wird wieder etwas knapper diesmal. Oh, okay. Weiter geht's mit unserem Plan. Renato felt dubious about the whole plan. With every step, he was waiting for it all to go horribly wrong. But against all odds, Peppino's idiotic plan worked. Zenobia's ravens ran off after the geese, the net dropped, and Renato jumped out of the watermelon and put his sword to Zenobia's throat. Renato, she said, are those new scars? They look good on you. You never return my velvet jacket. It was my favorite. You look stupid in velvet. Oh, what does an imperial princess know about style? Oh, get a room, you two, said Latino. But the fleet was coming on fast, so they put Zenobia on the Farfarer and took her east over the Nexus. She'd vanished from Swordfu School, from his life, without even saying goodbye, without ever telling him she was the Emperor's adopted daughter. Ah, Latino was right, Renato thought reluctantly. She knows things. She recognized his look. You're taking me to the interrogators, aren't you? She said, wide-eyed. And then she jumped, with horror. Renato saw Zenobia plummeting. Then he saw the Nexus below them. Cats always land on their feet. Ah, oh, she'll head for the Imperial outpost, yelled Peppino. You have to catch her. Cats can run faster, but foxes can run longer. If he ran, he could head her off before she reached her minions at the outpost. Well, he did love a good chase. Alles klar, dann verfolgen wir mal wieder Zenobia. Das kennen wir auch schon alles. Ich bin gespannt, an welcher Stelle wir uns anders entschieden haben, dass wir nicht die Wahrheit über Zenobia beim letzten Mal herausgefunden haben, weil bisher entspricht es ja eigentlich ziemlich genau dem, was wir bei unserem ersten Durchlauf gemacht haben.
Das hat uns aber beim ersten Mal nur zu der Wahrheit geführt, dass Lupino ein Verräter ist. Ich laufe gerade nochmal zurück, um zu sehen, ob ich hier irgendein Side-Ding verpasst habe. Ich gehe nämlich immer ungern da jetzt diesen einen Weg lang, wonach wir dann nicht mehr zurückkommen. Aber es scheint der einzige Weg zu sein, den wir gerade gehen können, von daher grappeln wir uns rüber. Gesundheit. Kann im Moment nicht schaden. Wir sind ein bisschen... Ah, toll. Ich wollte gerade sagen, knapp dran. Und direkt kommen Gegner. Und wieder alle gleichzeitig. Es wird nicht leichter. Also schon, ne, durch die Skillung, aber... Die Gegner werden auch ein bisschen schwerer. Don't look down, he told himself. Don't look down. Zu spät. Wie viel Erz haben wir eigentlich inzwischen? 45. Also uns fehlt noch ein bisschen über die Hälfte. Da können wir noch nichts machen. Aber wir können jetzt hier lang gehen. Konnten wir, glaube ich, beim letzten Mal noch nicht, oder? Maybe I should follow my nose, thought Renato. Ah, ich meine, beim ersten Durchgang, als wir hier lang kamen, konnten wir die lilane Tür noch nicht öffnen. Wo verschlägt es uns denn jetzt hin? Wie lang ist die Treppe hier bitte? Ah, okay. Wo ist der Magier? Da. Ah, gib mir den Magier. Whoa, personal space. Ah, zwischendurch kann man die Angriffe von denen tatsächlich mit dem Grapple-Hook so ein bisschen ablenken. Das hier? Ja. Alles klar, dann geht's hier wieder hoch. Und hier können wir uns leider nicht lang grappeln, also da unten kann ich nicht mehr lang. Okay, dann müssen wir wohl zwangsläufig hier lang. Doch, jetzt kommt es mir aber doch wieder bekannt vor. Ach, keine Ahnung. Irgendwie sieht es sich halt hier alles so ein bisschen ähnlich. He was closing on her. He could smell her fear. He tried not to think about the interrogators at the secret base. What did they do to her? Maybe it didn't have to end that way. Maybe he could talk to her. But after all, there were worse things the Imperials had done to friends of his. Aber wenn sie wirklich geopfert werden soll, dann ist sie ja eigentlich die Leidtragende, die unter den Imperialen so richtig leidet. Not quite enough. Nee. Da fehlt noch ein bisschen. Hallo ihr Lieben. Geht's weiter. Wow. Hier war da irgendwo noch ein Magier, oder? Ich war mir sicher, ich hätte einen Magier gesehen. Hm. Vielleicht vertue ich mich da gerade. Nein! So. Och Gottchen, wie viele tauchen denn hier auf, bitte? So.